Hallöchen und willkommen zu einem neuen Vlog. Neuer Tag, neuer Vlog und heute ist ein besonderer Tag, denn wir fahren gleich nach Berlin. Es ist 9.30 Uhr, vorher müssen wir noch zur Post, denn ich muss das Paket wegbringen und dann sind wir auch schon fast auf dem Weg. Oh, ich freue mich so sehr, das wird echt cool. Da hinten ist Tropical Island. Auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Das ist übrigens auch das Hotel für heute Nacht. Ist das nicht krass? Guckt euch das mal an. So eine alte Kulisse. Und wenn man sich rumdreht, totale Moderne. Ich glaube, wir kommen nie da an, wo wir eigentlich hin wollen, denn wir sind hier die ganze Zeit nur am Bilder machen. Aber irgendwann, wir kommen an. Ich sag's euch. Wir kommen an. Früher oder später kommen wir an. Ich bin hier nur die ganze Zeit auf der Hut, weil ich habe das Gefühl, dass hier total viel passiert. Wir waren nur kurz essen und da wurden wir schon zweimal angebettelt von irgendwelchen Leuten und ich habe echt Angst, dass hier irgendwas geklaut wird von uns oder so. Also hinter mir ist die Siegessäule. Jetzt sind wir nicht mehr so weit vom Brandenburger Tor entfernt. Mitten im Zentrum Berlins kann es auch so aussehen. Voll schön. Wir sind schon so viel gelaufen, mir tun echt schon die Füße weh. Aber yay! Yay! Brandenburger Tor! Und drüben ist der Reichstag. Ah, scheiß auf den! Brandenburger Tor! Da ist es, das Tor. Und gleich dahinter der Fernsehturm. Ich stehe gerade vor Hotel Adlon. Und werde gerade so ein bisschen, wie kann man das nennen, emotional, denn hier hat 2002 einer der berühmtesten Menschen überhaupt genächtigt. Und hier, bei diesem Fenster dort oben, bei diesem Fenster, ist etwas sehr Entscheidendes passiert. Wenn ihr, mal gucken, ob das jemand von euch weiß, was hier passiert ist. Auf jeden Fall. Das war sehr in Kritik, aber ich werde gerade ein bisschen komischerweise emotional, weil ich weiß, dass derjenige hier war. Wow, einer der größten Superstars, Megastars, die es gibt. Ich zeige euch nochmal das Fenster. Genau das Fenster war das. Voll schön! Pause bei Starbucks und es ist so unglaublich warm. Also in der Sonne ist schon richtig
eigentlich schon zu warm mit einem langen Überzieh etwas. Viel zu warm. Aber wie krass echt das einfach mal aussieht. Das ist so übel. Das ist einfach so tricky. Du siehst die ganzen Leute hier stehen und du hast irgendwie so das Gefühl, dass sie sich jederzeit anfangen zu bewegen, aber das tun die nicht. Es sind halt einfach Wachsfiguren. Donald Trump ist also gerade aus dem Bett aufgestanden. Den haben sie nicht so gut getroffen. Jedenfalls nicht die Haare. Jawohl. Es gibt eine Sache, die wollte ich schon immer mal tun. Sie hat Unterwäsche drunter. Vielleicht ist das gar nicht Manuel Neuer. Günther Jauch, Gottschalk und hier sind wir schon im Dschungel. Hier riecht nach Bienenwachsmarkt. Schnell weg hier. Gefunden, gefunden. Finally I met my idol. Mach das. Provokation für Miley, Abriss, Birne, Cyrus. Nein!
Eine Runde chillen mit Angelina Jolie, Robbie Williams oder Johnny Depp. Da ist auch der Fernsehturm. Wir sind am nächsten Ziel angekommen. Berlin Dungeon. Yay! Kamera muss leider draußen bleiben. Tut mir leid. Mit dieser Kulisse verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Schreibt einen netten Kommentar und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr sowas. Auf jeden Fall nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier kommen Daily-Videos, wenn ich schaffe. Ja, bin gut dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.